nach Ostfragen. Wir haben in der Zeitung über Sie Folgendes geschrieben. Das Vortragsthema könnte kaum aktueller sein. Nämlich, ich habe gedacht, die Revolution der Araber, als wir gedacht haben, wir machen eine Veranstaltung, fand ich keinen zugriffigeren Begriff, als zu sagen, das, was jetzt im Nahen Osten geschieht, ist die Revolution der Araber. Und vielleicht werden die Historiker irgendwann mal sagen, diese Revolution der Araber war genauso wichtig und genauso bedeutend oder vielleicht noch wichtiger und größer als die französische Revolution. Aber da werden wir warten. Unter dem Titel Die Revolution der Araber lädt die Kieler Taktgruppe mit Unterstützung der IPPNW. Das heißt, wir heißen Sie herzlich willkommen im Namen dieser Organisationen, ATTAC und IPPNW, das sind Ärzte in soziale Verantwortung. Vielleicht etwas zu Frau Lübbe. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Philipps-Universität in Marburg und arbeitet am Zentrum für Nah- und Mittelost-Studien, Fachgebiet Politik des Nahen und Mittleren Ostens. Sie hat unter anderem in der Zeitschrift UNAMA Informationsprojekt Nah- und Mittlerer Osten über die Rolle der sozialen Bewegungen und die Moslembrüder in der Revolte geschrieben. So, Sie werden sicherlich auch eine ausgezeichnete Möglichkeit haben, Ihre Fragen zu der Bedeutung, zu der Wichtigkeit oder der Moslembrüderschaft der islamischen und islamistischen Bewegungen in Ägypten stellen. Und ich glaube, wir haben durch Frau Lübben eine Expertin, die uns vieles Wichtiges erzählen kann. So, ich bitte Sie, wir werden so verfahren, Frau Lübben wird schätzungsweise 3/4 Stunde sprechen, dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kommentare und Fragen zu stellen. Wir haben eine große Bitte und wir haben vereinbart, dass Beiträge wie auch Fragen nicht länger als 3 Minuten dauern dürfen. So bitte Sie, ich weiß, viele von uns neigen dazu, eine Frage zu stellen, die 1/4 Stunde dauert. Aber bitte, das wollen wir vermeiden, damit viele Leute fragen können und dass wir wirklich von diesem Abend etwas mitnehmen können. Ich wünsche uns allen einen schönen und ertragsreichen Abend. So bitte. Guten Abend, ich freue mich, dass Sie hier alle gekommen sind und möchte vielleicht ganz kurz was noch zu mir selber sagen und auch zu dem Vortrag. Ich habe gedacht, ich konzentriere mich ein bisschen auf Ägypten hier in diesem Vortrag, weil ich habe selber 16 Jahre in Ägypten gelebt. War letztes Jahr zweimal, jeweils 2 Monate da für mein Forschungsprojekt an der Uni Marburg. Ich habe da, das geht eigentlich um Moslembrüder, habe ich Abgeordnete der Moslembrüder interviewt und dann gab es Parlamentswahlen Ende November. Da habe ich mir den Wahlkampf für die Parlamentswahlen noch unter dem Mubarak-Regime angeguckt und habe natürlich als zwar die Revolution in Tunesien mit Interesse verfolgt, aber als es dann in Ägypten anfing, muss ich gestehen, dass ich dann eigentlich fast den ganzen Tag vor dem Fernsehapparat gesessen habe und arabische Nachrichten geguckt habe und Facebook-Seiten verfolgt habe und versucht habe, in jedem Detail mitzukriegen, was da passiert.
Und irgendwann konnte ich es nicht mehr aushalten und habe mich dann ins Flugzeug gesetzt und bin hingefahren, kam dann allerdings an, nachdem Mubarak gerade 3 Tage weg war, aber habe dann sozusagen die ersten 2 Wochen nach der Revolution erlebt und denke einfach, dass, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute von Ihnen keine akademischen Spezialisten sind des Nahen Ostens, dass ich hier jetzt weniger also so einen abstrakten Vortrag machen möchte, sondern einfach ein bisschen erzählen möchte über dieses Beispiel Ägypten, über die Vorgeschichte, über die Frage, was war das? Waren das wirklich, wie man hier immer so den Eindruck hat, Facebook-Gruppen, die jetzt plötzlich eine Revolution oder einen Umsturz organisieren? Und was gibt es eigentlich für Probleme dahinter? Und dann können wir vielleicht in der Diskussion auch einen Ausblick machen auf die gesamte Region. Ich glaube einfach, dass das Beispiel Ägyptens einfach typisch ist für die Strukturen von allen anderen Ländern. Ich meine, wir haben im Westen immer das Gefühl, dass die Länder sehr unterschiedlich sind. Klar, es gibt sicher in jedem arabischen Land besondere Bedingungen. Es gibt so reiche Ölländer, es gibt ärmere Länder. Aber auch bei den ärmeren Ländern wie Ägypten stellt sich jetzt nach der Revolution heraus, dass die Herrschenden dieses Landes Unmassen, Milliarden bis hin zu Billionen Geldern ins Ausland geschafft haben auf private Konto, sodass man im Nachhinein sich fragen muss, waren diese Länder wirklich so arm? Andererseits gibt es auch in diesen reichen Ölländern wie in Libyen, wie in Saudi-Arabien, gibt es inzwischen durchaus Armut, die nicht sein müsste, wenn das Öleinkommen gerecht verteilt ist. Also sodass sich letztendlich die Bedingungen auch zwischen Ländern, die anscheinend anti-westlich sind, wie Libyen oder Syrien, und Ländern, die pro-westlich sich immer gegeben haben, wie Ägypten oder Tunesien, gibt es auch sehr, sehr viel mehr Ähnlichkeiten, als es Differenzen gibt. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum jetzt dieser Funken der Revolution so schnell von einem Land zum anderen überspringt, weil ich glaube, einerseits lernen die einzelnen Bevölkerungen sehr schnell voneinander und andererseits stoßen sie auch genau auf die gleichen Probleme und erkennen sich jeweils in den anderen Bewegungen wieder. Ich fand es sehr, für mich war es ein sehr bewegendes Ereignis, als ich aus dem Flughafen rauskam. Also wie gesagt, ich war gerade Ende November wieder aus Ägypten zurückgekommen und fuhr dann Anfang Februar wieder zurück und stellte fest, irgendwie ist die Atmosphäre ist eine völlig andere, als ich sie vor 2 Monaten noch erlebt habe. Ich kam am Flughafen an, da waren junge Leute, verteilten Blumen an die Ankommenden und hatten Schilder umgebunden. Darauf stand, willkommen im neuen Ägypten. Ich sprach mit Taxifahrern und plötzlich erzählten die Leute unendliche Geschichten, über die sie früher nie reden mochte. Ich kann mich daran erinnern, der erste Taxifahrer, der mich vom Flughafen abholte, sagte mir, ich fragte den, was er denn hält von der Revolution. Da sagte er, er wäre auch die ganze Zeit auf diesem zentralen Platz in Kairo gewesen. Er kam aus dem Armenviertel und sagt, in seinem Armenviertel hätten die Leute sofort die Polizeistation gestürmt und in Brand gesteckt. Und ich habe gefragt, was er denn Probleme gehabt hätte mit oder die Leute in seinem Stadtteil. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt, dass ein Nachbar von ihm mit seiner Freundin auf der Straße gegangen wäre vor ein paar Jahren und von dem Polizeioffizier wäre das Mädchen angepöbelt worden und der junge Mann hat dann dieses Mädchen verteidigt und dem Polizeioffizier gesagt, sowas tut man nicht. Daraufhin ist er dann verhaftet worden, so gefoltert worden, dass er heute im Rollstuhl liegt. Ich meine, man hat sicherlich inzwischen mitgekriegt, dass Länder wie Tunesien und Ägypten nicht diese schönen Tourismusländer waren, als die man die nach außen immer präsentiert hat. Diese pro-westlichen netten Regierungen mit der netten Susanne Mubarak, die angeblich so viele Frauenförderungsprojekte macht, sondern dass das tatsächlich Polizeidiktaturen waren. Polizeidiktaturen, unter denen nicht nur Oppositionelle gelitten haben, sondern Polizeidiktaturen, in denen die Polizei sozusagen auch in ihrem jeweiligen Mikrokosmos sozusagen absolute Macht hatte. Ökonomische Macht, indem sie Schutzgelder erpressen konnte von Läden,
sie konnte von den Leuten Strafmandate einfordern, auch wenn die nichts gemacht haben. Und sie konnte, wie dieses Beispiel, und es gibt unendlich viele dieser Beispiele, das ist auch dokumentiert von Menschenrechtsorganisationen, dass Leute, die sich einfach nur wehren gegen Übergriffe der Polizei, die sich dagegen wehren, dass ein Polizeioffizier in ein Restaurant geht und meint, er könnte hier umsonst essen, nur weil er ein paar Sterne auf der Schulter hat, dass ein Polizeioffizier meint, er könnte ein Taxi nehmen und nicht zu bezahlen, dass diese ganzen kleinen Schikanen dazu geführt haben, dass es also gerade bei einfachen Leuten, und du hast ja gesagt, das ist, weiß ich eben in der Einleitung oder vorhin beim Essen, dass du meinst, dass es vor allen Dingen Hungeraufstände sind. Das sind sicherlich, hat viel, oder einer der Gründe dieser, des Aufbrechens sind die großen sozialen Ungerechtigkeiten. Aber ein zweiter Grund, den ich immer wieder gehört habe von Leuten und jeder, den ich wirklich gefragt habe, und gerade Leute aus ärmeren Stadtteilen, haben immer wieder Geschichten dieser Polizeiwillkür genannt, die nicht nur dazu geführt hat, dass die Leute sich nicht getraut haben, über politische Fragen zu diskutieren oder gegen das System zu diskutieren, sondern dass sie sich auch nicht getraut haben, im Alltag gegen Polizeiwillkür vorzugehen. Und das bezog sich vor allen Dingen auf ärmere Stadtteile, weil man hat in Ägypten eine ganz große soziale Trennung gehabt. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum man hier so wenig in den Medien darüber erfahren hat. Weil es gab Stadtteile und ländliche Gebiete, in denen Leute lebten, Armenschichten, Arbeiter, aber auch normaler Mittelstand, weil der Mittelstand auch Einkommen hat, was oftmals unter dem Existenzminimum lebt. Und es gibt Stadtteile, die wie in Europa, in denen man wie in Europa leben kann, in denen die Reichen, die oberen Mittelschichten oder die Oberschichten leben, in denen man auch sicherlich mehr demokratische Rechte hat, in denen man diskutieren kann. Also da, wo ich zum Beispiel gewohnt habe in Kairo, haben die Leute relativ offen diskutiert, da ist nie irgendwas passiert. Aber weil man wusste, dass diese obere Mittelschicht alleine dem Regime nicht gefährlich werden kann, dass diese obere Mittelschicht gut vernetzt ist, dass wenn da jemand verhaftet wird, dass es internationale Kampagnen gibt, die es nicht gibt, wenn Leute aus den Armenvierteln verhaftet werden, sodass man dort leben konnte, ohne wirklich mitzukriegen, was im Lande passiert. Und ich habe leider immer die Erfahrung gemacht, dass auch ausländische Journalisten, viele ausländische Wissenschaftler, Diplomaten immer in diesen kleinen Ghettos leben und eigentlich nicht wirklich mitgekriegt haben, was in diesem Land passiert ist. In Ägypten, in Tunesien begann die Revolution Mitte Dezember. Ich weiß nicht, Ben Ali ist abgetreten am Mitte Januar, 28 Tage danach. Ägypten folgte große wenige Tage später. Das fing in Ägypten an am 25. Januar. Und die Ägypter nennen ihre Revolution auch bis heute die Revolution des 25. Januar. Diese Demonstrationen am 25. Januar waren zunächst gar nicht geplant als Umsturz, sondern aufgerufen hatten Jugendorganisationen und mehrere Oppositionskräfte. Und man forderte eine Verfassungsänderung, die gerechte Wahlen ermöglicht hatten, weil die Regierung hatte in der Legislaturperiode zuvor von 2005 bis 2010 die Verfassung so geändert, dass im Grunde genommen Präsidentschaftswahlen oder Präsidenten nur noch gewählt werden konnten aus der eigenen Regierungspartei. Also man forderte sozusagen eine Öffnung des Wahlsystems und dadurch ein bisschen mehr Räume für Oppositionsparteien, die es in Ägypten anders als in Tunesien durchaus gab, aber die immer an den Rand gedrängt worden sind. Also man hat immer so kleine Ventile gelassen. Man forderte die Freilassung politischer Gefangener, man forderte politische Freiheiten und gleichzeitig Mindestlöhne. Es ist ganz wichtig, dass man sieht, also dass diese Revolution in Ägypten von vornherein diese beiden Komponenten hatte, nämlich einmal demokratische Rechte und auf der anderen Seite auch soziale Rechte. Das hat viele Gründe. Es gibt seit, und da komme ich nachher nochmal, wenn ich auf soziale Bewegungen zu sprechen komme, es gibt seit mehreren Jahren Forderungen von unabhängigen Arbeiterkomitees nach Einführung von Mindestlöhnen von 1200 ägyptischen Pfund. Das muss man durch 7 teilen. Das sind ja etwas weniger als 200 Euro.
Es hat im letzten Jahr sogar ein Gerichtsurteil gegeben des obersten Verwaltungsgerichtes, das den Arbeitern Recht gegeben hat. Man muss dazu wissen, dass viele Leute in Ägypten, also es gibt Schätzungen, die liegen zwischen 40% und 50% unter dem international anerkannten Minimum leben, was sehr viel niedriger ist als das Lebensminimum, also hier in Deutschland. Das liegt international bei $2 pro Tag. Viele Leute in Ägypten, also Arbeiterlöhne, liegen bei Betrieben zwischen 300, 400 Pfund, also zwischen 40 und 50 Euro. Es gibt ländliche Gebiete, da gibt es Landarbeiter, die verdienen 10 Euro im Monat, und es mag zwar einiges, also Grundnahrungsmittel in Ägypten billiger sein als hier bei uns, aber letztendlich kann auch in Ägypten davon nicht leben. Und wenn man weiß, dass fast die Hälfte der Bevölkerung unter diesen Bedingungen leben muss, kann man sich ausrechnen, dass eben diese Forderung nach der Verbesserung der sozialen Bedingungen eben auch ein wichtiges Motiv ist für Leute, sich daran zu beteiligen. Mit diesem 25. Januar hat es eine Bewandtnis gehabt. Es gab auch schon im Jahre 2010 einen Aufruf zu Demonstrationen am 25. Januar. Auf den kamen ein paar hundert Leute und keine Zehntausende wie diesmal. Der 25. Januar in Ägypten ist der Tag der Polizei. Ich habe ja schon am Beispiel dieses Taxifahrers gesagt, dass die Polizei in Ägypten dafür bekannt war, notorisch die Menschen zu foltern, politische Oppositionelle, aber auch jeden, der den Mund aufgemacht hat. Und am 25. Januar 2010 erklärte die Regierung das erste Mal diesen Tag der Polizei zu einem offiziellen Feiertag, an dem man sogar aus Dank der Polizei gegenüber das ganze Volk frei hatte. Und diese Jugendorganisationen, die aufgerufen hatten zu einer Demonstration, wollten damit demonstrieren, dass wir nicht einverstanden sind, dass wir nicht glauben, dass es etwas zu feiern gibt. Am 25. Januar in diesem Jahr rief eine Facebook-Seite, und inzwischen spielt ja als Kommunikationsinstrument, also nicht nur Websites und Blogs eine Rolle, sondern Facebook wird immer wichtiger zum sozialen Medium der Koordination und auch der Kommunikation. Eine Facebook-Seite auf, die nannte sich Wir sind alle Khaled Said. Khaled Said war ein junger Mann, der kam aus der Stadt Alexandrien. Der war ein junger Blogger, ein kritischer Blogger, der im letzten Juli irgendwann aus dem Internetcafé kam und von den Stasi-Leuten, also der Leuten der Geheimpolizei, empfangen worden ist, festgehalten worden ist vor diesem Internetcafé und zu Tode geprügelt worden ist. Er starb auf einem Bürgersteig vor den Augen aller Leute, die dran vorbeigingen. Dieses Ereignis war für junge Menschen in Ägypten ein derartiger Schock, weil man das Gefühl hatte, es sind nicht nur irgendwo alte Leute, es sind nicht Leute, aufständische Landarbeiter, es sind nicht nur politische Intellektuelle, sondern es ist jemand wie du und ich. Ich könnte es sein, du könntest es sein, mein Nachbar könnte es sein, mein Studienkollege könnte es sein, mein Kollege könnte es sein. Das war so ein Schock, dass ich spontan diese Facebook-Seite, wir sind alle Khaled Said gebildet hat, was der Name sagt das ja schon, wir sind alle Khaled Said. Und diese Seite wurde in kürzester Zeit zu dem wichtigsten sozialen Netzwerk. Sie hatte Anfang dieses Jahres hatte sie 500.000 Teilnehmer, inzwischen hat sie über 1 Million Teilnehmer. Gleichzeitig ist es sicherlich naiv zu meinen, also hier habe ich immer aus der deutschen Presse den Eindruck gehabt, dass manche von den ausländischen Beobachtern tatsächlich meinen, dass sich über Facebook neue Organisationen bilden und sozusagen Revolutionen organisieren. Ich habe jetzt bei meiner letzten Reise viele Hintergrundgespräche von Leuten und Aktivisten dieser Revolution gehabt und habe inzwischen ein etwas anderes Bild bekommen. Mir haben junge Leute, wie gesagt, die diese Organisationen, diese Demonstrationen, möchte ich jetzt erstmal sagen, bevor es zu einer Revolution wurde, gesagt, dass sie schon lange für dieses Jahr
eine ganze Reihe von Aktionen geplant hatten. Und zwar haben sie gesagt, dass sie seit mehreren Jahren sich vernetzt haben. Es gab ja, wie ich gesagt habe, in Ägypten immer bestimmte Spielräume der Organisationsfreiheit. Es gab auch mehrere legale Oppositionsparteien. Es gab Parlamentswahlen, wo in begrenzter Anzahl auch immer wieder Oppositionelle gewählt worden sind. Und, aber man, die Regierungspartei hat immer dafür gesorgt, dass sie eine Zweidrittelmehrheit behält, sodass also keine größeren, also keine Vorschläge für Verfassungsänderungen gemacht werden können von der Opposition. Dafür gesorgt, dass sie selber Verfassungsänderungen nach ihren Wünschen durchkriegen, ohne dass es eine Sperrminorität ist, also dass sie immer ihre Zweidrittelmehrheit haben. Aber es gab immer bestimmte Räume am Rande von Oppositionsbewegungen, die manchmal geduldet wurden, manchmal kamen die Leute ins Gefängnis, sie durften nicht demonstrieren, manchmal haben sie doch demonstriert und wurden dann eingezingelt von der Polizei. Und es gab in den letzten Jahren schon soziale Bewegungen, die versucht haben, einfach dadurch, dass sie Fakten geschaffen haben, diese Freiräume etwas zu erweitern. In diesem Rahmen haben sich auch Jugendorganisationen gebildet, die sich dann zu einer Art Koalition zusammengebildet haben. Dazu gehören auf der einen Seite die Jugendorganisationen von liberalen Parteien, vor allen Dingen einer liberalen Partei, die heißt Partei der Demokratischen Front, die sich relativ nah den europäischen liberalen Parteien fühlt, obwohl, wenn man das Programm anguckt, so das Moment der sozialen Gerechtigkeit doch sehr viel stärker ist als bei uns. Zweitens gibt es eine Jugendorganisation, die nennt sich die Organisation des 6. April. Am 6. April 2008 gab es in einer Arbeiterstadt im Nildelta, in Mahalal Kubra, einen Arbeiteraufstand. Das war das erste Mal in der neueren Geschichte, dass wirklich nicht nur ein paar hundert Aktivisten auf der Straße waren, also, sondern wirklich Zehntausende auf die Straße gingen. Die Arbeiter